Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Herzlich willkommen zurück bei Finanzrebellen. Und heute geht es um das Thema Dienstunfähigkeit, Dienstunfähigkeitsversicherung. Also richtet sich dieses Video heute mal ganz speziell an Beamte und an alle, die gerne noch Beamte werden sollen. Und auch natürlich an die Leute, die einfach ihren Wissensschatz mal erweitern wollen zu dem ganzen Thema. Also bleib dran, heute erfährst du ganz, ganz viel zu dem Thema Dienstunfähigkeitsversicherung. Und bevor ich aber anfange, möchte ich einer Person erstmal ganz herzlich danken, die mir eine sehr schöne Grundlage gegeben hat für das Video. Und ich habe sie auch gefragt, ob ich sozusagen seine Inhalte auch für das Video mitnutzen darf. Und der Dank geht an diese Person. Wir blenden sie ein. Philipp Wenzel heißt er, ebenfalls Makler hier in Deutschland. Und er hat einen objektiven Vergleich zwischen den ganzen Dienstunfähigkeitsanbietern aufgestellt. Und daher habe ich mich entschlossen, nochmal ein klares Video zu dem ganzen Thema Dienstunfähigkeitsversicherung zu machen. Und Philipp Wenzel allgemein ist sozusagen der Gott unter den Biometrieberatern dort draußen. Biometrie sind sozusagen Risikoabsicherung wie Berufsunfähigkeitsversicherung, Dienstunfähigkeitsversicherung, Grundfähigkeiten und so weiter. Und ja, er ist der Nonplus-Premium-Ultra-Experte auf diesem Gebiet und darum vielen, vielen Dank. Das hilft nicht nur mir in meiner Arbeit, sondern auch ganz vielen anderen Leuten da draußen. Und jetzt profitiert ihr als Zuschauer von seinem Wissen, was ich hier nochmal kompakt ein bisschen mit zusammengefasst habe. Und zuallererst stellen wir uns die Frage, was ist überhaupt diese Dienstunfähigkeitsabsicherung? Das zweite ist, wie funktioniert sie im Unterschied zu der BU? Punkt Nummer drei ist echte, fast echte oder unechte Dienstunfähigkeitsabsicherung. Und natürlich dann zum Schluss, ja, ich zeige mal Anbieter mit echten DU-Klauseln an der Stelle. So, also fangen wir an bei erstens, was ist eine DU? Und jetzt wirst du sehr erschrocken sein. Eine DU-Versicherung oder eine Dienstunfähigkeitsversicherung gibt es an sich nicht. Und jetzt wirst du sagen, hä, aber das Video heißt das so oder man nennt es auch so. Ja, das ist fachsprachlich der Umgang. Und zwar ist eine Dienstunfähigkeitsversicherung eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer Extraklausel für die Beamten im Dienst oder Dienstausführende. Deshalb ist es sozusagen nur eine Extraklausel, eine Extravereinbarung in einer Berufsunfähigkeitsversicherung, um das erstmal im Vorfeld klarzustellen. Du kannst sozusagen zu keinem Versicherer dort draußen gehen und jetzt sagen, ich möchte bei denen nur eine Dienstunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Das geht nicht, das gibt es so gesehen nicht. Es gibt nur die Klausel in einem BU-Vertrag. Und im Allgemeinen kann man sagen erstmal, dass diese Dienstunfähigkeitsklausel den Beamten einen vereinfachteren Zugang zu ihrer Rentenleistung gibt, wenn sie aus dem Dienstverhältnis ausschalten sollten. Zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen, psychischen Gründen, ja, oder anderen Gründen. Aber da kommen wir jetzt gleich auch noch näher drauf ein, wenn wir uns um den zweiten Punkt kümmern, und zwar wie eine Dienstunfähigkeit im Allgemeinen funktioniert. Und dazu schalte ich mal hier sozusagen mit auf das Pad. Und zwar muss man sich ja erstmal noch zu Beginn die Frage stellen, wie funktioniert eine Berufsunfähigkeit, weil darauf baut das Ganze ja sozusagen auf. Und wenn wir jetzt mal uns hier einen Stift zur Hand nehmen, ihr seht das Pad jetzt, was ich hier zeichne. Eine BU bedeutet ja, sieht jetzt nicht schön aus, aber es funktioniert. Bei den meisten Anbietern berufsunfähig bist du, wenn du 50% deiner aktuellen Tätigkeit für voraussichtlich 6 Monate oder länger nicht mehr ausüben kannst. Das ist ja diese Berufsunfähigkeitsklausel. Also dann bekommst du sozusagen Geld von dem Versicherer. Wichtig auch nochmal hier, das voraussichtlich kann zum Beispiel auch bedeuten, du hattest jetzt einen schweren Unfall, sitzt im Rollstuhl als Handwerker und bist jetzt nicht mehr in der Lage, eigenständig zu laufen, weil du vielleicht eine Querschnittslähmung davon getragen hast. Und in dem Moment hast du diese, ab dem Zeitpunkt, wo das schon feststeht, diese voraussichtlich 6 Monate erreicht, weil viele immer sagen, ja, du musst mindestens 6 Monate, ja, Berufsunfähigkeit sein. Nein, vorausgesetzt. So. Und was jetzt der Unterschied ist, die DU richtet sich sozusagen, beziehungsweise diese spezielle Klausel für die Beamte richtet sich jetzt nicht wieder oben an der Berufsunfähigkeitsversicherung, sondern im Speziellen danach,
dass ein sogenannter Dienstherr, also Beamte sind ja in der Regel bei einem Dienstherr angestellt sein, das kann zum Beispiel der Staat Berlin, der Stadtstaat Hamburg sein, Sachsen-Anhalt oder auch der Bund selber, je nachdem. Und dieser sogenannte Dienstherr, für alle Frauen da draußen, die auf Gleichberechtigung sind, ich kann nichts dafür, es heißt Dienstherr, ja, also falls jetzt einer sich wünscht, Dienstfrau, dass das da auch steht, bitte an die dementsprechenden Stellen melden, aber es ist der Dienstherr. Und der Dienstherr erteilt eine sogenannte Versetzung in den Ruhestand. Beispielsweise, ein Beamter kann aus psychologischen Gründen seinen Beruf nicht mehr nachgehen, ausüben, ist nicht mehr in der Lage, den Dienst voll zu verrichten. Dann wird diese Person vom Dienstherrn, das kann, wie gesagt, zum Beispiel die Stadt Berlin, sein, ja, der Stadtstaat Berlin, in den sogenannten Ruhestand versetzt. Und dann ist es so, dass dem Beamten, betonen aber nur dem Beamten auf Lebenszeit, damit meinen wir jetzt nicht die Beamten auf Probe oder die Beamten auf Widerruf, sondern dem Beamten auf Lebenszeit dann eine sogenannte Pensionszusage zusteht, ein Ruhestandsgehalt. Wie sich das berechnet, klären wir gerne mal in einem anderen Video. Und daraufhin, eine DU zahlt dann sozusagen diesen Zustand. Also wenn der Dienstherr den Beamten in einen Ruhezustand versetzt hat. Und wenn das stattfindet, dann ist sozusagen dieser Leistungsauslöser, diese Versetzung in den Ruhestand oder in den vorgezogenen Ruhestand, ja, der Leistungsauslöser, und du musst gar nicht, und das ist jetzt der signifikante Unterschied, du musst gar nicht die BU-Leistung erfüllt haben in dem Sinne. Du kannst sozusagen, anstatt die mindestens 50%, nur 30% deines Berufes nicht mehr ausüben, aber hast aufgrund der Versetzung von deinem Dienstherrn schon die DU-Klausel erfüllst, dann kriegst du auch die vereinbarte Leistung mit dem Versicherer. Und das ist so das, was ich damit meinte, dieser vereinfachte Einstieg für die Beamten, weil der Leistungsauslöser ist sozusagen nicht der Gesundheitszustand, sondern die Entscheidung des jeweiligen Dienstherrn, die dahinter steht. Ich hoffe, das war damit soweit für dich erstmal einleuchtend. Und auch muss man mal dazu sagen, ein Beamter kann an sich ja auch schon von der Begrifflichkeit her gar nicht berufsunfähig werden, weil er ja einen Dienst ausführt. Und ein Dienst und ein Beruf sind vor der Rechtsprechung zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und darum ist diese Dienstunfähigkeitsklausel für den Beamten so wichtig mit abzuschließen. Soweit erstmal klar. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer echten, einer fast echten und einer unechten Dienstunfähigkeitsklausel? Dort draußen gibt es viele Gesellschaften, die eine fast echte oder gegebenenfalls unechte Dienstunfähigkeitsklausel haben. Das klärt auch nochmal der Blogbeitrag von Philipp Wenzel. Wir blenden ihn mal hier kurz nochmal ein. Und unten in der Beschreibung haben wir euch das Ganze verlinkt. Da könnt ihr euch das dann auch nochmal im Genauen, im Detail ansehen und durchlesen, wo da im Klaren die Unterschiede ist. Ist ein wirklich sehr langer und ausführlicher Beitrag. Also nehmt euch ruhig eine Tasse Bier, eine Flasche Wein oder vielleicht auch einen guten Tee und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal im Detail durchlesen. Und eine echte Dienstunfähigkeit-Klausel nimmt sozusagen sofort, also beziehungsweise du hast sofort den Leistungsanspruch, wenn du sozusagen von deinen Dienstherren in den Ruhestand versetzt worden bist. Also sprich, dort findet keine weitere Leistungsprüfung in Form von einer ärztlichen Untersuchung oder ähnliches statt. Dort ist sozusagen dieser Status, den du erlangst durch den Dienstherrn, gleichzeitig der Leistungsauslöser. Das ist eine echte Dienstunfähigkeitsklausel. Eine fast echte oder eine unechte Dienstunfähigkeitsklausel ist dann der Fall, wenn sich der Versicherer unter bestimmten Umständen oder unter jedem Umstand das Recht einberäumt, deinen jeweiligen Gesundheitszustand nochmal genauestens zu prüfen und dann eine Fallentscheidung zu treffen. Und das unterscheidet eine echte von einer unechten Dienstunfähigkeitsklausel beziehungsweise von einer fast echten Dienstunfähigkeitsklausel. Ich denke mal, das war auch schon sehr, sehr simpel und einleuchtend. Also das Coole ist an dieser DU-Klausel im Allgemeinen, sie lässt sich an sich sehr leicht erklären. Wo es denn interessanter wird im Allgemeinen, ist, jetzt haben wir es richtig, sorry, ich muss hier noch
das neue Gadget etwas ausprobieren. Pardon, bin da noch nicht ganz so geübt, aber das wird immer besser für euch. Und dadurch, dass sich das halt so leicht erklären und leicht unterscheiden lässt, dürfte jedem halt auch sehr, sehr schnell klar sein. Natürlich ist es jetzt im Detail, und das ist jetzt der nächste Punkt, auf den wir eingehen, etwas komplexer. Also auch nochmal dort klar zu unterscheiden. Aber das Bild, was ihr jetzt hier gleich eingeblendet seht, das ist sozusagen ein Originalauszug von diesem Blogbeitrag von dem Herrn Philipp Wenzel. Und er hat dann sozusagen mal von den Versicherern, die eine DU, eine fast echte DU oder eine unechte DU anbieten, dort mal eine Auflistung gemacht. Und hier seht ihr auch schon selber ganz klar die Anbieter. Und ich markiere sie mal für euch in grün jetzt hier nach und nach. Die sozusagen, ups, so wollten wir das nicht, wir wollten einen Marker. Da ist der Marker für euch. Warte, ich mache extra einen Marker für euch. So. Und da, oh, das ist jetzt ein bisschen verschwommen, aber das üben wir noch. In Zukunft kriegen wir es besser hin. Also Allianz zum Beispiel, Condor, DBV, die haben hier oben als die drei schon mal eine echte DU-Klausel. Bei der Bayerischen ist es so, da kommt es auf den Tarif an. Und in dem Fall hat der Bayerische Komforttarif eine echte DU-Klausel an der Stelle. Ansonsten die R&V hat hier noch eine echte DU-Klausel und auch die Signal hat an der Stelle eine echte DU-Klausel. Wo es natürlich etwas tricky ist, das muss man sich dann aber mal in dem Blogbeitrag ansehen mit den fast echten DU-Klauseln. Das ist die in dem Fall hier, die Aachener Münchner Generali an der Stelle auch. Die DBK ist auch ein bei vielen Beamten ein sehr beliebter Versicherer, aber viele wissen nicht, dass die Klausel halt nur eine fast echte DU-Klausel ist an der Stelle. Und ansonsten auch Feuersozietät, ja, so heißt es, Hanse Merkur, Huck. Und wo haben wir noch fast? Bei der Saarländer, bei der SDK und bei der Versicherungskammer haben wir eine fast echte. Alle anderen Anbieter in der Auswertung von dem lieben Herrn Wenzel, seht ihr, sind gegenwärtig dann keine echten DU-Klauseln. Und darauf kommt es, wie gesagt, bei den Beamten an. Aber man muss hier auch klar sagen, nochmal an der Stelle, und das ist jetzt ein Warnhinweis für alle, die zusehen und sagen, hey, cool, dann weiß ich ja jetzt, zu welchem Versicherer ich gehe und mache da meinen Abschluss für meine Dienst- und Fähigkeitsklausel. Bitte das immer nur mit einem Berater, der davon auch ganz klar Ahnung und die Qualifikation hat, beziehungsweise auch einen Abschluss, wie den Philipp Wenzel, den ich heute erwähnt habe. Der ist ja Versicherungsmakler, ausgebildet in dem Bereich. Ich bin ja auch ausgebildeter Versicherungsmakler, gibt ja noch viele, viele andere dort draußen. Das heißt, sowas kannst du immer nur zusammen mit einem Berater machen, weil es natürlich auch nochmal speziell auf die Vertragsgestaltung und die Inhalte dann des jeweiligen Vertrages ankommt, also quasi wie hoch sind die vereinbarten Versicherungssummen, ja, auf welche Laufzeit wird das Ganze gemacht, gibt es da nochmal spezielle Unterschiede, weil zum Beispiel ein Soldat hat eine andere Dienstunfähigkeit als zum Beispiel ja, ein Verbeamteter in einem Verwaltungsamt oder ein Feuerwehrmann und ähnliches, also da gibt es sehr, sehr viel zu beachten und deshalb zieh dir dort an der Stelle auch bitte immer den Berater deines Vertrauens zur Hand mit, wenn du die Beratung über mich gerne haben willst, natürlich kannst du dort unten auch in das Kontaktformular gehen und dann können wir uns einen Termin ausmachen und erstmal ein kostenfreies Vorgespräch zu deiner konkreten Situation führen und rausfinden, wer das ist. Das heißt, darum im Allgemeinen ist dies keine Empfehlung und auch kein Beratungsansatz, es soll nur zu informativen Zwecken euch mal gezeigt worden sein, damit ihr schon mal wisst, okay, wo sind denn jetzt zum aktuellen Zeitpunkt die Gesellschaften, die eine echte DU haben. Natürlich kann sich das im Nachgang noch ändern, wenn die Gesellschaften, die eine fast echte oder eine unechte DU-Klausel haben, im Nachgang noch wieder neue Tarifwerke beibringen, dann ist dieses Bild, was ich da natürlich zeige, oder der Blogbeitrag von dem Herrn Wenzel dort nicht mehr aktuell. Ja? Also immer eine Momentaufnahme, bitte das auch nochmal beachten, wenn du zu deinem Berater oder Beraterin deiner Wahl gehst. Ansonsten, das war es erstmal so kurz zusammengefasst zu dem Thema Dienst- und Fähigkeitsabsicherung, was das überhaupt ist, wie man das nutzt als Beamter und was das absichert. Und wenn du mehr zu dem Thema Dienst- und Fähigkeitsabsicherung oder überhaupt Absicherung für Beamte wissen möchtest, dann schreib das mal hier unten in die Kommentare. Dann erarbeiten wir für dich in Zukunft weitere Videos, damit wir dich nicht nur unterhalten in unserem Finfotainment, sondern natürlich dir auch klasse Wissen, Mehrwert und im Idealfall die richtige Absicherung mitgeben. Ansonsten, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei sein willst, pünktlich, dann lass ein Abo da und mach auch die Glocke dort mit voll. Dann wirst du rechtzeitig benachrichtigt, wenn das neue Video draußen ist. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich
herzlich fürs Zuschauen und freue mich auf dich, Joschka Birkig, Online-Finanzberater aus Leipzig. Bis zum nächsten Mal.